Leipzig feiert Johann Sebastian Bach. Vor 300 Jahren trat der Komponist sein Amt als Thomaskantor der Stadt an. In den Jahren danach komponierte er im Wochentakt etwa 150 Kantaten, die Johannes- und die Matthäus-Passion sowie das Weihnachtsoratorium. Mit einem Bachfest würdigt die Stadt jetzt den großen Meister. Mit dieser Kirchenkantate, gesungen vom berühmten Thomanerchor, beginnt das große Konzert zum Bachfest. 1727 hat Johann Sebastian Bach hier in Leipzig das Stück Singet dem Herrn ein neues Lied uraufgeführt. Seine Stelle als Thomaskantor trat er vor 300 Jahren hier an. Bei diesem besonderen Jubiläum tritt auch der weltbekannte Pianist Lang Lang auf, hier bei einer Probe am Mittag. Wenn wir Bach nicht gehabt hätten, wäre die Welt eine andere. Die ganze Klassik wäre eine andere Welt. Mit Bach ist sie eine bessere. Eine seiner Wirkungsstätten war die Thomaskirche. Dort fand gestern eins der vielen Konzerte statt. Für die Thomaskirche und andere Gotteshäuser komponierte Bach im Wochentakt. Allein in 4 Jahren schuf er 150 Kantaten. Zum Fest sind Besucher aus 55 Ländern nach Leipzig gekommen. Neben dem Konzert bekommen sie hier im Bachmuseum einen Einblick in Bachs musikalisches Werk. Im vergangenen Jahr kamen zum Bachfest rund 64.000 Gäste.